Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Es geht weiter mit Sacred Citadel. Ich hatte hier noch meinen Jäger. Den nehme ich auch wieder. Im ersten Kapitel geht es um den Monolithwald. Und Bökchen. So, da sind wieder unsere hässlichen Zwerge, die keiner leiden kann. So. Haben wir den mal zu Schnitzel gehauen. Aus dem machen wir jetzt auch noch ein Quartett. Aus dem. Aus dem. Oh, Heiltrank. Sehr gut. Noch mehr Kotelettfutter. Und die Münzen wieder eingesammelt. Denn mit den Münzen kann ich mir Dinge kaufen. Wann und wo. Irgendwie, irgendwann. Na gut, ich höre schon auf. So. Tja, diese Viecher sind jetzt auch nur noch Stetzelfraß. Was liebe ich hier so groß? Nichts. Aus Maul, das war richtig. Ich darf nur nicht dem Baumstumpf in die Quere kommen. Aber das kriegt man auch hin. So, hier nochmal Geld eingesammelt, da nochmal Geld eingesammelt. So. Na. Die großen Onkels, das macht aber überhaupt nichts. Die auch einfach auf eine Mütze. Das ist aber nicht so wählerisch, wa? So, der kriegt jetzt auch noch aufs Maul. Ich kriege die beiden großen Jungs hier nochmal kollektiv auf die Fresse. So. Na, das sieht ja gerade von einem Zwerg verprügeln. Das ist ja nun ganz albern. Zack. Das war ein schöner Finishing Move. So. Nö. Der macht weniger Schaden, den mag ich nicht. Ups. Wieder was gelernt, einen neuen Extra-Move. Den versuche ich mir mal zu merken. Der trifft mich nicht, trifft ihn nicht. Er hat's allerliebst alles. Das kann ich leider nicht mehr mitnehmen. So, kommen wir zu meinem ersten Nemesis. Dem ausgebrochenen. Erstmal noch seine Latein hier über den Jordan gebracht.
den jetzt vielleicht besser außer Ferne genommen. Tada! Und gelegt das Viech. Eine Jump-Einlage. Muss auch mal sein, auch mal sein. So. Noch so ein Viech. Immer nur ran damit. Heißkleber, wie man so schön sagt. Und auch den Freund gelegt. Und weiter geht's. Oh, noch eine Münze, noch ein Köpfchen für die Reise. Ich würde den Apfel gerne nehmen. Da habe ich ihn auch. Sehr gut. Wo komme ich jetzt hier hin? Das sieht doch wie Bossfight aus. Bingo! Aus dem gröbsten Getümmel kann man sich einen schönen Sprung raushelfen, was natürlich extremst angenehm ist, wenn man sich hier mit so ein paar Großmonstern rumärgert. Na, gegen den Boss geht's nicht. Macht aber auch nichts. Lass mal halt mal. Oh. Mal wieder ein bisschen Abstand gewinnen hier. So. Den Onkel wieder mit Pfeilsprung. Und da habe ich den Rocksnor gelegt. Das ist doch mal eine feine Sache. Weiter geht's. Oh, das war das Level. Das ist ja angenehm. Jede Menge Punkte. Zeitbonus sogar auch. Und ich darf mal wieder Punkte verteilen. Angriff, Verteidigung, Geschicklichkeit und Kraft. Erhöht die Wahrscheinlichkeit von kritischen Treffern und den physischen Schaden von Fernkampfwaffen. Nun, da ich ein Fernkämpfer bin, habe ich es gerade, glaube ich, mal verkackt. So. Das soll aber auch mein Problem erst beim nächsten Mal sein, wenn es wieder heißt Let's Play Sacred Citadel.
Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst oder ein +1. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Let's Play wieder. Bis dahin zockt viel, zockt schön und tschüss.